Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Heute geht es um Semantik. Was war Semantik noch gleich? Semantik ist die Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen. Nur sprachlicher? Was Bedeutung überhaupt ist und wie sie zustande kommt. Und diese Frage beantwortet Aristoteles in De Interpretatione. Kleiner Einschub, ich springe hier immer wieder zwischen De Interpretatione und den Kategorien hin und her und mache das nicht immer explizit. Aber da beide Bücher zusammen auf nur ca. 70 Seiten kommen, snackt die einfach an einem verregneten Sonntagnachmittag weg. Aristoteles sagt jedenfalls, dass Wörter aufgrund von Konventionen ihre Bedeutungen erhalten und Bedeutungen nicht natürlich sind, so wie Platon das noch glaubte. Erneute schamlose Eigenwerbung. Schaut einfach nochmal mein Video zu Platons Sprachphilosophie. Aristoteles Argument jedenfalls dafür, dass Bedeutung konventionell und nicht natürlich ist, lautet, auch Tiere können artikulierte Laute von sich geben, diese haben aber keine Bedeutung. Doch an dieser Stelle muss ich bereits ein erstes Mal intervenieren, als wäre ich ein Faktenchecker, der über jeden zweiten Satz von Armin Laschet verzweifelt. Denn Hadamut Bußmann definiert in ihrem Lexikon der Sprachwissenschaft Artikulation als zur Bildung von Sprachlauten intentional gesteuerte und koordinierte Bewegung der Sprechwerkzeuge, Atemapparat, Kehlkopf, Nasenhöhle und Mundhöhle. Wisst ihr Bescheid? Tiere sind in der Lage, Töne in Lautstärke und Höhe zu modulieren und zu takten. Aber sie sind gerade nicht der Artikulation fähig. Denn die ist der Prozess der Sprachlautbildung. Jemand, die oder der in der Lage ist, Knöpfe auf einem Controller zu drücken, kann deshalb auch noch nicht Minecraft spielen. Es muss hinzukommen, die Knöpfe auf ganz bestimmte Art und Weise zu drücken, zum Zwecke des Minecraft-Spielens. Meine Freundin kritisierte, dass meine Definition von Artikulation zu eng gefasst sei. In einem Lexikon der Sprachwissenschaft sei natürlich eine sehr spezifische Definition von Artikulation zu finden. Okay, point taken. Die Wikipedia unterscheidet drei Unterarten von Artikulation. Die sprachwissenschaftliche, die meiner weitgehend entspricht. Die zahnmedizinische, die ich mal weglasse, denn wer hat schon Bock, sich mit Zahnärztinnen auseinanderzusetzen? Und die musikalische. Schauen wir uns die doch mal genauer an. Unter Artikulation in der Musik wird erstens die Art verstanden, wie ein einzelner Ton stimmlich oder instrumental erzeugt oder gebildet wird. Zweitens, wie aufeinanderfolgende Töne miteinander verbunden werden. Die zahlreichen Arten, Töne zu verbinden, sind ein Gestaltungsmittel zur Charakterisierung der Melodiebewegung. Auch hier steckt wieder der Aspekt der Zweckbindung drin. Töne werden auf ganz bestimmte Art und Weise angeschlagen, um sie irgendwie klingen zu lassen. Und sie werden zum Zwecke der Melodiebewegung kombiniert. Entsprechend weise ich Ihren Einspruch zurück, Frau Anwältin der normalen Sprache. Aber natürlich verstehe ich den grundsätzlichen Punkt von Aristoteles, an dem auch irgendwo was dran ist. Nur die Terminologie, mit der er versucht, ihn klarzumachen, ist halt cringe. Aber schauen wir mal weiter, was Aristoteles schreibt. Aristoteles macht klar, dass Worte immer nur als Ganzes eine bestimmte Bedeutung haben. Wenn wir uns etwa Hundekuchen ansehen, dann hat dieses Wort eine andere Bedeutung als die Teile Hunde und Kuchen. Denn beim Erdbeerkuchen sind Erdbeeren im Kuchen, aber beim Hundekuchen keine Hunde. Was Aristoteles hier beschreibt, ist ein erster Ansatz dessen, was später das Frege-Prinzip der Bedeutung oder auch das Kompositionsprinzip genannt werden sollte. Der Name Frege-Prinzip kommt daher, dass der analytische Philosoph und Logiker, dessen Eltern ihn leider besoffen taufen ließen, Gottlob Frege, dieses Prinzip erstmals ausformuliert hat. Demnach ergibt sich die Bedeutung eines Wortes erst aus dem Kontext höherer semantischer Einheiten. In Aristoteles Beispiel ergibt sich die Bedeutung für Hunde gemacht aus dem Kompositum Hundekuchen. Man könnte aber auch den Satz angucken oder einen noch größeren semantischen Kontext. Und wenn aus diesem klar würde, dass wir uns in Ostasien befinden, dann könnte sich die Bedeutung von Hundekuchen erneut ändern. Aber da mir Kuchen mit Hunden, Schweinen oder Kühen drin als Vegetarier zu unappetitlich sind, schaue ich lieber mal, was Aristoteles sonst noch so schreibt. Nach Aristoteles sind Äußerungen der Stimme Symbole für die Eindrücke der Seele. Das Geschriebene wiederum ist Symbol für das Gesprochene. Das sind so zwei Sätze, die die Sprachphilosophie noch jahrtausende lang ganz kirre machen werden. Was die Eindrücke der Seele sind und ob sie wirklich der Grund sind für Bedeutung, ist ein wesentliches Beschäftigungsfeld dieser philosophischen Disziplin.
Nicht weniger spannend für Sprachphilosophie und Linguistik ist die Frage, in welchem Verhältnis Sprache und Schrift stehen. Spoiler, so einfach wie Aristoteles sich das vorstellt, ist es nicht. Denn es gibt zum Beispiel logographische Schriften wie das Chinesische, die Bedeutung direkt abbilden, ohne einen Umweg über die gesprochene Sprache zu gehen. Zumindest trägt Aristoteles der Tatsache Rechnung, dass es verschiedene Sprachen und Schriftsysteme gibt. Denn er schreibt, während sich Sprachen und Schriften unterscheiden können, sind die Seeleneindrücke bei allen Menschen gleich. Die Dinge, von denen sie Eindrücke sind, sind ebenfalls gleich. Puh, das ist so ein Satz, der mit über 2300 Jahren Abstand ohne Schnaps nur schwer zu ertragen ist. Aristoteles schreibt, dass die seelischen Eindrücke den Dingen ähnlich sind. Das scheint ein Konzept von inneren Bildern zu sein. Auch wenn Nelson Goodman wegen des Begriffs der Ähnlichkeit und Gilbert Ryle wegen der Metapher vom Bild im Kopf gerade heftig in ihren Gräbern rotieren. Was Aristoteles hier macht, ist eine klassische metaphysische Unterstellung. Ari nimmt Seeleneindrücke einfach an und spekuliert heftig über sie, ohne das irgendwie zu begründen. Wir müssen nur eine Frage stellen, um das Ganze so leicht zu Fall zu bringen, als wäre es ein neuer Todesstern des Imperiums. Was ist mit Worten, die nichts Wahrnehmbares bezeichnen? Welchen seelischen Eindruck haben die? Wie sieht der Seeleneindruck von Demokratie, von Philosophie oder von Liebe aus? Obendrein trampelt Aristoteles hier einmal über die komplette Qualia-Debatte, als wäre sie Rebel-Scum und er ein AT-AT. Woher will er denn wissen, dass mein Seeleneindruck und deiner gleich sind? Hier landen wir am Grunde wieder bei Wittgensteins Privatsprachenargument. Schaut euch am besten nochmal meine Folge dazu an. Aber in Kürze so viel dazu. Wittgenstein entwirft das Bild vom Käfer in der Schachtel. Stell dir vor, deine Seeleneindrücke wären ein Käfer in einer Schachtel. Wesentlich ist nun, dass jeder und jede nur in seine oder ihre Schachtel gucken kann und nur vom Blick seines oder ihres Käfers weiß, was ein Käfer ist. Wir können uns da nie sicher sein, ob dein Käfer genauso aussieht wie mein Käfer. Es könnte sogar sein, dass sich unsere Käfer verändern und wir das gar nicht mitkriegen. Das mit dem Verändern ist jetzt kompliziert. Schaut euch die Folge an, dann wird einiges klarer. Wittgenstein plädiert dafür, diesen vertrackten Knoten so zu lösen, dass wir den Käfer einfach aus der Gleichung streichen. Und eine andere Erklärung dafür finden, wie Bedeutungen zustande kommen. Denn es ist ja ganz egal, wie dein Käfer oder mein Käfer aussehen. Das Wort Käfer hat in unserer Sprache eine Bedeutung. Aber es sollte noch über 2000 Jahre dauern, bis Wittgenstein überhaupt geboren wurde. Daher kehren wir in die Antike zurück, als wären wir mit Bill und Ted in einer Telefonzelle unterwegs. Aristoteles fährt fort mit einer ganzen Reihe von Nebenüberlegungen in den Kategorien. Mir gelingt es nicht, die in eine stringente Erzählung zu packen, aber sie sind auch zu spannend, um sie hier einfach wegzulassen. Deshalb zähle ich euch einfach mal einige davon auf. Die nächste wichtige semantische Unterscheidung, die Aristoteles trifft, ist, dass es Dinge gibt, die ich über ein Subjekt aussagen kann und solche, die sich in einem Subjekt befinden. Ich kann über Frodo sagen, dass er ein Hobbit ist, aber der Hobbit ist nicht in Frodo drin. Mut und ein gutes Herz hingegen befinden sich in Frodo. Aristoteles macht das nicht explizit, aber wenn ich mir mein Beispiel anschaue, fällt auf, dass Hobbit eine Substanz ist, während Mut und ein gutes Herz Qualitäten sind. Die Frage, die sich mir stellt, sind generell nur Qualitäten in Substanzen? Beziehungsweise können sie in etwas sein? Denn nicht jede Qualität ist in etwas. Wenn ich zum Beispiel rot bin, dann ist die Röte ja nicht in mir drinne, oder? Andererseits ist es doch auch nur eine Metapher, dass der Mut in mir ist. Denn Mut zeigt sich ja in meinen Handlungen. Aber meine Haus- und Hofpsychologin hat an dieser Stelle interveniert und sich dagegen ausgesprochen, das in mir sein von Mut als bloße Metapher abzutun. Denn Mut ist zwar nicht als irgendein Ding in mir drin, aber es ist eine Charaktereigenschaft. Als solches ist der Mut ein relativ stabiles Merkmal, das sich über einen langen Zeitraum des Lebens in meinen Handlungen zeigen wird. Es ist Teil meiner Persönlichkeit, macht mich aus und ist auch in meinem Gehirn verankert. Ari will aber auf einen anderen Punkt hinaus. Er betont gerade, dass Substanzen nicht in einem Ding sind, aber über ein Ding ausgesagt werden. Über mich lässt sich aussagen, dass ich ein Mensch bin. Hoffe ich zumindest. Aber der Mensch ist nicht in mir drin. Das wird uns noch in Zukunft im Rahmen der Metaphysik beschäftigen. Vermute ich jedenfalls. Denn um uns noch komplett zu verwirren, sagt Aristoteles schließlich, dass nicht nur Substanzen nicht in Dingen drin sind, sondern nur über sie ausgesagt werden können. Denn das gelte auch für andere Arten von Prädikaten. Puh.
Ich weiß echt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, das sind Probleme, die dadurch entstehen, dass die Sprache feiert, um noch einmal Wittgenstein heraufzubeschwören. Und um auch noch den großen Philosophen Herrn Lehmann zu zitieren, das bringt hier jetzt alles nichts. Aber wie schon gesagt, mit dieser Art von Problemen beschäftigen wir uns intensiver, wenn wir in ein paar Wochen, Folgen, Monaten, je nachdem, wie lange ich mich mit dieser Logik aufhalten werde, dann von der Logik zur Metaphysik wechseln werden. Wie schon in der vorletzten Folge gesagt, entstehen hier nämlich Probleme daraus, dass Aristoteles nicht klar zwischen Sprache und Welt unterscheidet. Aber lasst uns schon einmal im Kopf behalten, dass Substanzen wichtig sind und dass die anderen Kategorien nur in Bezug auf Substanzen ihre Bedeutungen zu erhalten scheinen. Eng damit zusammenhängt die nächste Unterscheidung, die Aristoteles in den Kategorien fällt. Es gibt Prädikate, die einem Subjekt wesentliche Eigenschaften zusprechen. Das sind solche Eigenschaften, die ausmachen, was es ist. Hamilton ist ein Musical, weil darin gesungen und getanzt wird. Und weil es für Musicals wesentlich ist, dass darin gesungen und getanzt wird. Wenn in einem Film oder Theaterstück weder Gesang noch Tanz vorkommen, dann kann es kein Musical sein. Demgegenüber gibt es auch bloß akzidentielle Prädikate. Daniel sitzt hier im Schlafanzug und tippt diese Worte in sein Handy etwa. Die drei hier drinsteckenden Prädikate, sitzend im Schlafanzug und Worte ins Handy tippen, machen sicherlich nicht das Wesen von Daniel aus. Gut, es gibt Menschen, die behaupten, etwas in mein Handy zu tippen sei wesentlich für mich, aber ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich ferner, dass Aristoteles die Relation entdeckt. Bei Platon hatte ich mich aufgeregt, dass er immer nur von absoluten Begriffen spricht, etwa von der absoluten Größe. Was überhaupt keinen Sinn macht, denn etwas ist immer nur in Bezug auf etwas anderes groß oder nicht groß. Aristoteles positioniert sich hier ebenfalls gegen seinen Lehrer und macht das schön anhand des Begriffs voll klar. Wenn in meiner Wohnung 20 Leute wären, würde ich sagen, oh boy, ist das aber voll. Wenn hingegen die gleichen 20 Leute in einem Theater wären, würden wir sagen, das Theater ist leer. Dabei hat sich die absolute Zahl der Leute gar nicht verändert. Voll ist eben ein relativer Begriff und die Bedeutung wird erst klar, indem man sagt, in Bezug auf was etwas voll ist. Gut, Aristoteles schießt dann seinerseits übers Ziel hinaus, indem er anfängt, Wissenschaft als einen relativen Begriff zu definieren. Aber diesen Teil der Erörterung spare ich uns einfach. Komische Meinungen gibt es immer wieder. So gibt es auch Leute, die behaupten, Rough Night wäre ein lustiger Film. Auch der nächste Punkt ist spannend. Aristoteles stellt fest, dass Substanzen nicht mehr oder minder sein können. Man ist zum Beispiel immer zu 100% Mensch und nicht nur bis zu einem bestimmten Grad. Das ist eine wichtige Feststellung, an die wir uns noch so manches Mal in der Ethik erinnern sollten. Unser Grundsatz, dass es unveräußerliche Menschenrechte gibt, baut genau darauf auf. Egal was du tust, du kannst deine Menschenrechte nicht verlieren. Denn egal wie du sonst so drauf bist, du bist immer noch ein Mensch. Rassisten und Sexisten missachten dieses Prinzip oft massiv, indem sie biologistisch argumentieren. Sie sagen dann, dass Menschen gewisser Ethnie, Nationalität oder gewissen Geschlechts weniger wert sind als alte weiße Männer und dass ihnen daher weniger Rechte zustehen würden. Drüben in meinem Podcast habe ich eine Folge zu Rassismus veröffentlicht. Hört da gern mal rein. Bei allem Hurra, dass ich auf diesen Satz herunterregnen lasse, dürfen wir den naturalistischen Fehlschluss nicht vergessen. Denn aus der Tatsache, dass jede und jeder immer zu 100% Mensch ist, folgt nicht zwingend, dass auch für alle die gleichen Rechte gelten sollten. In meinem Wertesystem sollten sie das natürlich, aber man kann nicht von einem Sein auf ein Sollen schließen. Normative Sätze haben keinen Wahrheitswert. Ethik bleibt immer die Aushandlung der Frage, wie wir leben wollen. Aristoteles nimmt sich das zu Herzen, wenn auch ein weiteres Mal nicht explizit. Und spricht alten weißen Männern in seiner Ethik eine ganze Reihe von Rechten zu, die er anderen versagen will. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Einen habe ich noch. Für die Medientheorie sollte von Bedeutung werden, dass Aristoteles klarstellt, dass Quantitäten diskret oder kontinuierlich sein können. Zahlen und Sprache etwa sind diskret. Das bedeutet aber nicht, dass sie darüber schweigen, was in Vegas passiert ist. Sondern es heißt, sie bestehen aus klar abgegrenzten Einheiten. Die für jedes Sprachverständnis notwendige Fähigkeit unseres Gehirns zu segmentieren, basiert auf der Tatsache, dass Sprache aus diskreten Einheiten besteht. So gelingt es unserem Gehirn, höchst unterschiedliche akustische Wellen immer als das gleiche Wort zu segmentieren. Das kleine Wörtchen das kann aufgrund von Dialekt, Soziolekt,
Akzent und Idiom höchst unterschiedlich klingen. Das. Des. Dies. Da, das. Das. Dash. Wahrscheinlich. Je nachdem eben, wer es ausspricht. Aber unser Gehirn macht daraus immer das gleiche Wort. Nur so können wir Sprache verstehen. Längen und Flächen hingegen sind kontinuierlich. Gleiches gilt für Zeit und Raum. Auch sie bilden ein Kontinuum. Ohne dass Aristoteles es explizit macht, mal wieder löst er mit dieser Feststellung das Schildkrötenparadoxon. Diesem berühmten Fehlschluss des Zenon von Elea zufolge machen Achilles und eine Schildkröte ein Wettrennen. Achilles ist sich sicher, dass er das Rennen gewinnen wird und gibt der Schildkröte einen Vorsprung. Aber der führt dazu, dass er das Rennen nicht mehr gewinnen kann. Denn bevor Achilles die Schildkröte überholen kann, muss er zuerst ihren Vorsprung aufholen. Doch während er das macht, hat die Schildkröte einen neuen, kleineren Vorsprung herausgearbeitet. Den Achilles jetzt wieder aufholen muss. In der Zwischenzeit hat die Schildkröte einen neuen Vorsprung erarbeitet, den Achilles jetzt wieder aufholen muss. Und so weiter und so fort. Der Vorsprung, den die Schildkröte hat, wird demnach zwar immer kleiner, aber er bleibt immer ein Vorsprung. Das Problem an diesem vermeintlichen Paradoxon ist nun, dass es Längen als diskrete Einheiten auffasst, die nacheinander abgearbeitet werden müssen. So wie Zahlen nacheinander gezählt werden müssen. Aber in Wirklichkeit sind Längen kontinuierlich. Achilles, bekanntermaßen ja eh nicht die hellste Fackel im Marathonlauf, denkt überhaupt nicht nach, sondern läuft einfach weiter, ohne sich über Längeneinheiten Gedanken zu machen. So, wir können und werden noch weitere Beziehungen von Prädikaten zueinander ausmachen. Doch damit kommen wir zum logischen Quadrat und mit ihm, der Name deutet es an, der Logik schon so nahe, dass ich es auf die nächste Folge verschieben möchte. Insgesamt bleibt mir noch zu sagen, dass auf den wenigen Seiten von den Kategorien und den Interpretationen noch viel mehr drin steckt, was ich aber hier jetzt weggelassen habe. Da es hier einfach den Rahmen sprengen würde. Schaut in die Texte rein und nicht nur YouTube ist wohl ein Rat, den man öfter mal geben sollte. Was natürlich nicht bedeutet, dass ihr hier nicht mehr reinschauen sollt. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, solltet ihr dringend diesen Kanal abonnieren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Flugzeug. Doch während er ihren Vorsprung aufholt. Krankenwagen. Doch während er ihren Vorsprung rau. Der Name fragt. Doch während. Aber da mir. Doch während er ihren Vorsprung aufholt. Aber da mir. Puh. Aber da mir. Aber da mir. Nach Aristoteles. Sinn. Aber damit, denn er schreibt, Aristoteles schreibt, dass die Seeleneindrücke